Das haben wir doch neulich gar nicht eingespielt, oder? Nee. Wieso haben wir das aber gut, dass du jetzt vorbereitet bist. Wo bin ich? Ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass ich das für die Folge extra runtergeladen habe. Vielleicht wolltest du selber lernen zu spielen. Vielleicht war das auch Klick da drin? Ja, irgendwie schon. Vielleicht war das auch damals für den, als wir da hier den unseren Theme-Song ausgekaspert haben. Das kann gut sein. Du hast mir ja gesagt, was du gerne da drin hättest und dann hast du das. Oh, das ist von dir. Oder? Das war der erste Versuch. Kann sein, ja. Dann habe ich den Testordner geöffnet. So, dann jetzt den richtigen. Das ist ein Ding der Historie. Das kannst du dann noch als Zusatzfolge hochladen. Als Bonusmaterial. Als DLC. Hinter den Kulissen. Genau. Gibt's nur mit dem Season Pass. Genau. Hatten wir eh noch so eine Season 4. Wir hätten einen Season Pass für jede Season machen müssen. Verdammt. Beim Zylonensender. Guten Tag, Jan. Hallo. Hi, Phil. Ich bin sehr müde heute. Warum? Du bist immer sehr müde. Aber heute bin ich mehr müde. Mhm. Heuschnupfen? Dabei habe ich extra schon geschlafen. Aber deswegen bist du müde, weil du geschlafen hast. Nein, ich weiß doch auch nicht. Das ist alles sehr anstrengend. Dann sag wenigstens Hallo, Mario. Hallo, Mario. Dankeschön. Und hallo, Ben. Hallo, ich bin auch müde. Ja, dann bis zum nächsten Hallo, Mal. Tim. Super, tschüss. Wir können jetzt auch so einen Einschlafen-Podcast machen. Genau. Guten Abend. Die sind sehr ja, eben, ich musste mich gerade schon beherrschen, als du angefangen hast, die Melodie von Guten Abend, Gute Nacht vor dich herzusummen, dass ich nicht direkt wieder einschlafe. Oh, ich muss noch. Nee, ich muss nicht. Wir machen jetzt Podcast. Oh. Auf Aufnahme drücken. Das habe ich schon gemacht. Ich glaube, dann wäre ich einfach gegangen. Naja, so viel hätten die Zuhörer noch nicht verpasst bis jetzt. Zum Beispiel ich, immer, wenn ich, er auf Aufnahme drückt. Mir fällt gerade ein, ich habe am Wochenende Malcolm X den Film geguckt und da spielt die Ellen mit. Ellen spielt da mit? Ellen! Ja, ist das so, oder? Thais Frau. Ja, die erste Ellen. Ja, genau, die spielt da mit. Okay. Und Starbuck wird in der zweiten Staffel von Mandalorian mitspielen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein Qualitätsurteil ist, weil die hat auch in dieser Serie, wie hieß die, mitgespielt? Clone Wars. Mhm. Nee. Ja. Ja. Du meinst diese Netflix-Serie? Ja, genau. Ja, die habe ich trotz Warnung geguckt. Nee, ich nicht. Ist sicher gut geworden, oder Phil? Wir müssen jetzt auch gar nicht raussuchen, wie sie heißt, weil es ist besser, wenn man keine Werbung dafür macht, habe ich gehört. Ich habe sie nicht geguckt. War nicht irgendwas mit After? Egal. Passt auf jeden Fall. Lass vom Titel her. So, wo du gerade von was du geguckt hast, redest. Ich habe am Wochenende noch mal 10 Cloverfield Lane geguckt und habe gesehen, dass die Musik davon von Bear McGreary gemacht wurde. Ja. Fleißiger Gut. Mann. Ich habe am Wochenende nochmal Star Wars Episode 1 geguckt und gemerkt, dass ich nach wie vor voll abfeier, wenn die Tür aufgeht und Darth Maul da steht. Das ist auch, und das Duel of the Fates einsetzt in dem Moment. Ich lag den ganzen Film auf dem Sofa und bin so ein bisschen dahin vegetiert und dann kommt jetzt, kommt jetzt. Da, 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 da,
Ach so, das heißt, weil der taucht ja schon in der Wüste auf, oder? Ja, du meinst aber jetzt das Ende. Fates kommt erst dann. Ja. In dem Hangar, genau. Hm. Ja. Und ich habe ihn mit meiner Freundin geguckt. Ich glaube, sie hat ihn vorher schon mal gesehen, bin ich mir sehr sicher, aber jedenfalls noch nicht so oft wie ich. Und sie meinte irgendwann nach halt einer halben Stunde oder so, das sind ja alles nur Phrasendreschen, was die da machen. Und dann habe ich gemerkt, ja, es ist nicht wirklich gutes Dialogmaterial. Okay, wann guckt ihr Episode 2? Ich hoffe, nach diesem Podcast. Nee, aber das werden wir bald noch gucken. Und da was Dialoge angeht, ist das nochmal eine Spur härter. Ja, weil Romanze ist halt, ich wollte gerade sagen, ist halt echt nicht die Stärke von George Lucas. Ja. Da gibt es diesen schönen Sketch von Robot Chicken, wo Prinzessin Amidala dann sich viel bei Flashdance auf diesem Stuhl räkelt und sagt, nein, Anakin, wir können das nicht tun. Und dann kommt so ein Eimer Wasser von oben und sie ist komplett nackt und so weiter. Nass. Ist sehr lustig. Ist nicht lustig, wenn ich es erzähle. Chicken Star Wars. Ich habe schon länger keine Episode 1 mehr geschaut, aber nach den neuen Filmen muss ich mir das, glaube ich, nochmal anschauen, weil ja immer alle sagen, die Prequel-Trilogie wäre so schlecht. Und ich bin ja inzwischen der Meinung, dass, also zumindest was Worldbuilding angeht, ist es ja, also tatsächlich, das erweitert ja die Star-Wars-Welt um, sage ich mal, 400% gegenüber dem, was vorher da war. Und die neuen Filme erweitern die Welt um 5% oder so. Also da ist ja nichts neu an Welt und ja, an die Technik. Neuen ruhen sich eher auf dem aus, was schon da ist. Genau, und ich glaube, die Stärken sind hier einfach, das ist halt typisch George Lucas, der halt so ein Weltenerschaffer ist und der selbst sagt, er hasst es, Regie zu führen. Hat man gemerkt, ja. Ja, und der aber, ich glaube, von etwas Originelles zu machen, sind die schon weit vorne im Gegensatz zu den neuen Filmen. Und das auf jeden Fall. Ich fand es auch, die Podracer-Szene ist auch echt gut gealtert. Ist das so? Die ist verdammt gut gealtert. Das hätte mich nämlich auch interessiert, ob das wirklich so ist, weil generell sind die, glaube ich, nicht so gut gealtert von CGI-Effekten, oder? Ja, das stimmt. Weil das so früh war. Bei manchen siehst du wirklich, wie Qui-Gon Jinn einfach voll reingeschnitten ist. Der hat eine andere Schärfe als der Hintergrund und so weiter. Haben sie bestimmt Greenscreen anstatt Bluescreen genommen. Garantiert. Ja, das haben halt die ganz neuen besser gemacht, finde ich, weil die halt unglaublich viel auf echte Effekte gesetzt haben. Das stimmt. Ja. Da ist ja auch was Schönes an Mandalorian. Ja, da auch, ja. Die Szene da, habt ihr das alle schon gesehen? Ja. Ja. Nein. Hast du schon gesehen? Hast du Nein gesagt? Okay, nein, dann sage ich nicht. Nein gesagt. Ja. Dann möchte ich es nicht sagen. was ich fragen will, habt ihr von Episode 9 das Bonusmaterial gesehen? Nein. Müsst ihr mal gucken, es gibt da so ein Making-of von der Szene, wo sie diesen Luftbodenangriff auf diesen Sternzerstörer machen. Und den haben die tatsächlich komplett nachgebaut, irgendwie, keine Ahnung, 100 Meter lang. Und haben dann diesen Angriff da tatsächlich durchgespielt. Von der einen Seite sind dann die Rebellen gekommen und von der anderen Seite eben die Sturmtruppen. Und da hast du halt richtig gesehen, wie viel Effekte und was die da alles eingebaut haben, damit das echt aussieht. Also bis auf den Hintergrund ist da tatsächlich alles so passiert, wie man es gesehen hat. Aber ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Meinst du das mit den Pferden? Ja, mit den Pferden, genau. Ja. Also sie haben wirklich 99% vom Setting da ist tatsächlich gebaut und das finde ich unglaublich krass. Mhm. Boah, ich wusste immer, dass sie sich reinsteigern, aber dass sie einen ganzen Sternzerstörer bauen. Ja, die haben irgendwie, was haben die gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. 90 Meter oder 100 Meter lang war das Ding und ja, dann haben die halt diesen Angriff da tatsächlich gefilmt. Und die Explosionen waren auch echt, die Sturmtruppen werden halt an Seilen weggerissen und fliegen durch die Gegend und wow. Das war eine schöne Szene, die sie da mit der dritten Kamera von außen gefilmt haben. Naja, zurück zu Star Trek. Ich hätte tatsächlich auch noch mal Lust, Episode 1 zu gucken. Aber ja, ich kann nicht. Wurde es ja vorgeschlagen für einen Impulssender. Ja, ja. Mhm. Ja. Können wir auch gerne machen. Ich kann ihn mir auch immer wieder angucken. Watch together. Why not? Also ich bin ja tatsächlich Fan, absoluter Fan von Episode 3. Vor allem, weil der so schön düster wird ab der Hälfte.
ich habe auch immer noch dein Buch. Ich weiß, ich hab ja gesagt, du kannst es behalten. Es ist nur mein Buch. Es ist dein Buch. Es gibt viele Bücher und das ist meins. Aber nur, wenn du irgendwann nochmal daraus vorliest. Wird gemacht. Okay. Oh, ein Hörbuch. Ja, ich glaube, wir wollten einen Podcast aufnehmen. Mhm. Wo er das ganze Buch vorliest? Ja, genau. Okay. Dann schläft er viel sicher ein. Könnte eventuell Rechteprobleme geben. Aber nur eventuell. Nee, ist da ja nicht so. Ach, wir blenden einfach zwischendurch Werbung ein, monetarisieren das, dann passt das. Und das könnte klappen, okay. Ja. 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 Gut. Disney kriegt 5% und dann sind die. Hatten die sich nicht. Achso, ich will jetzt nicht ein weiteres Fass aufmachen. Gehen wir zum Podcast. Gehen wir zum Podcast. Denn wir sind im Finale. Hua! Hat sich ganz langsam angeschlichen, aber jetzt ist es da. Das ist wie Weihnachten. Daybreak Part 1 oder Götterdämmerung Teil 1. Mhm. Da muss man jetzt erstmal erklären. Wir haben das nämlich auch schon diskutiert. Je nachdem, ob man Englisch oder deutsches Material hat oder nachschaut, in welchen Quellen, sind das jetzt 2 oder 3 Episoden. Sage ich das richtig? Mhm. Mhm. Genau. Es gibt also die letzte sind entweder 2 oder halt nur eine. Genau, aber Daybreak Part 1 oder eben Götterdämmerung Teil 1, das gibt es sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Ja. Nur Teil 3 gibt es eben, glaube ich, nur in Deutsch. Oder so. Oder so. Ja. Genau. Ja, müsste sein. Weil ich glaube, im Englischen war es ja dann als Film gedacht, das Finale. Genau. Uns kommt das aber zugute, dann machen wir nämlich über jede 45 Minuten, oder ich glaube, der letzte, das ist sowieso länger dann, wahrscheinlich sind dann die letzten beiden Folgen je eine Stunde oder so, machen wir dann jedes Mal eine einzelne Episode und somit ist das die drittletzte offizielle Folgenepisode. Sind traurig. Ja. Ja. Mal gucken. Schon sehr vergangene Zeit, Wahnsinn. Ja, aber interessant, dass das fühlt sich noch gar nicht so richtig nach Finale an, finde ich. Also, wenn man jetzt die Folge sieht schon, aber vor der Folge meine ich, nee, der Weg dahin tatsächlich noch nicht, da hast du recht. Mhm. Ja, weil man ehrlich gesagt gedenkt, so, okay, wir sind jetzt nicht wirklich weiter. Ne? Wir wissen, dass der Battlestar kaputt ist. Wir wissen aber immer noch nicht, wohin jetzt mit den ganzen Überlebenden. Weißt du, die Flotte, die dümpelt ja irgendwo im All rum und du denkst, okay, die Suche geht weiter und dann schaust genau. Du, es sind nur noch 3 Folgen. Mhm. Okay, dass der Battlestar kaputt ist, da hast du natürlich ein valides Argument, dass das jetzt darauf hindeutet, dass es jetzt bald zu Ende ist, weil die Serie ja durchaus was mit dem Battlestar zu tun hat. Kommt danach ein Battlestar Galactica Spin-off die Ludolfs. Wo sie wieder zusammenbauen, die einzelnen Teile überall zusammensuchen. Habt ihr noch einen FTL-Motivator? Oh, der muss da hinten liegen. Harald! Keine Ahnung, wie die heißen. Ja, die Folge, wie auch die anderen, sind von Michael Reimer und Ronald D. Moore. Also Regie Michael Reimer, Drehbuch Ronald D. Moore. Ja, der macht's selbst zu Ende, der Ronald. Ausgestrahlt wurde die Folge am 13. März 2009 und in Deutschland am 10. November 2009. Hat jemand die Information, wie viele Überlebende wir haben? 39.516. Dankeschön. -5 von der letzten Folge steht hier. Okay. Das sind die, die ins All rausgeblasen wurden, kann das sein? Das kommt hin, ja. Ja. Warum nicht? Okay. Das war diese vermaledeite Folge 18, die bei mir einfach nicht funktioniert. Wo du nie wolltest. Ja. Obwohl es da so eine schöne Endszene gab, wo dann Tai und Adama auf dem Sofa sitzen. Wo Tai diese mit Farbe verschmierte Uniform anhat, weil er vorher seinen Bart gestrichen hat. Seinen Bart? Seinen Bart. Gut. Vielleicht sollte ich sie doch nochmal gucken. Vielleicht. Hast du denn unseren Podcast dazu gehört? Ist der schon veröffentlicht? Okay. Den Impulssender meint er. Ich wollte gerade sagen, also, Also gut, bis der hier veröffentlicht wird, ist der andere veröffentlicht. Ja, doch, hab ich gehört, ja. Mhm. Ja, jetzt, wo du sagst. Mhm. Ah. Oh Mann. Gut. Das ist ein Problem des Zukunftszoomers.
Genau. Wir haben noch ein anderes Problem. Das ist jetzt mein Problem. Denn ich habe dummerweise vergessen, zuzuteilen, wer denn die Folgenbeschreibung macht. Und demnach muss ich die jetzt wohl machen. Obwohl ich mich gar nicht vorbereitet habe. Aber es könnte sein, dass ich sowieso dran gewesen wäre. Ich versuche das jetzt. Ich kann ja kurz abstimmen. War Tim dran? Ja, ich glaube, Tim war dran, oder? Ja. Ja, ja, ne? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, ja, okay. Verfluchte Demokratie. Ja, schade, Tim. Ich war kurz weg. Wir können die Abstimmung wiederholen. Ja, mach nichts. Du bist ja rechtzeitig da. Nö, brauchen wir nicht. Auf seine Stimme kommt es nicht mehr an. Das stimmt tatsächlich. Ich mache dann den Phil und mache ganz kurze Zusammenfassung heute. Da bin ich aber. Die hoffentlich überhaupt nicht gestammelt wird, weil ich mir normalerweise immer Notizen vorher mache, wenn ich sowas tue. Fange ich doch mal an mit der Zusammenfassung. Es gibt eigentlich drei Blöcke, die man besprechen kann. Und der eine ist ein Rückblendenblock, wo der Fokus auf sowohl Adama, aber nur ganz kurz, dann aber hauptsächlich auf Roslyn und auf Balta liegt, wo deren Vergangenheit vor dem Attentat der Zylonen auf Caprica gezeigt wird. Es ist ein bisschen unklar, wie weit davor, aber davor. Das dauert auch sehr lang und nimmt relativ viel von der Folge ein und dann geht's im zweiten Part in Richtung Galactica und da geht es dann eben darum, wie die Galactica nach und nach jetzt ausgeschlachtet wird von den verschiedenen Technikern und da hat dann Adama so einen Schlüsselmoment, dass er irgendwann dann, wenn er vor dieser gefallenen Wand steht, dann doch irgendwie sagt, wir müssen was tun, um nämlich Hera zurückzuholen oder wir müssen es zumindest versuchen. Und den Rest der Folge geht es eben dann darum, diese mögliche Rettungsmission einzuleiten. Und dann gibt es noch einen Plot auf dem Basisstern, nein, wie heißt der? Auf der Kolonie der Zylonen, der ist nur ganz kurz. Und da geht es dann noch darum, wie besprochen wird, dass jetzt was auch immer mit Hera getan werden soll, um das Geheimnis von Hera zu erforschen, nämlich wie die Zylonen wieder unsterblich werden. Dankeschön. Bitteschön. Gut. Jetzt ist die Frage, wie wir uns jetzt so durchfräsen und ich würde eigentlich am liebsten mit diesen Rückblenden anfangen. Ich fand die tatsächlich am interessantesten. Bevor wir aber dazu kommen, beim Intro gab es jetzt eine Neuheit. Diesmal hat man nicht gezeigt, was jetzt in der Folge passieren wird. Das haben sie weggelassen. Man hat nämlich direkt dann nach einem kurzen Intro dann wirklich bei der Rückblende angefangen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Dieses das kommt davon, wenn man da einfach immer was anderes macht. Dieses Intro. Und dann die, ja, genau. Die Vorschau, das genau. War nicht, weil ich mache das immer schon so im Geiste mit und dann war ich alleine da und die Serie hat es nicht mitgemacht. Hat mich einfach sitzen lassen. Hat dich hängen lassen. Ja. High Five! Wingman. Dafür. Genau so. Ich kam mir vor, wie mit einer erhobenen Hand da steht und die andere, die Serie in dem Fall, dreht sich einfach weg und geht. Du stehst nur traurig da. Das ist mir halt selber High Five gegeben. Nein. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die Rückblende davor sehr lange war. Das war sehr umfangreich nochmal alles möglich, was in den letzten Folgen passiert ist. Ja gut, ist ja, also ist halt das Finale. Ja. Damit man nur zum Finale einschalten kann. Danach geht es ja dann tatsächlich direkt in diese Rückblenden über, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe mal geguckt, wie lange das dauert. Die sind dann auch am Stück alle. Auch wenn ich mich richtig erinnere, da kommt, glaube ich, keine Szene auf der Galactica zwischen diesen Rückblenden. Und die nehmen ein Drittel der gesamten Folge ein, bis man überhaupt das erste Mal auf die Galactica kommt. Wenn ich mich richtig erinnere. Könnte sein, also Roslyn und... Kann ich jetzt auch gar nicht sagen. Keine Ahnung. Gaio sind mal die ersten großen Rückblenden gleich zu Beginn. Die gehen sicher schon mal mehr als 10 Minuten. Und die erste Rückblende ist Adama. Denn so oder sehen... Adama kommen und dann... So wir sehen das Universum, nee Quatsch, die Galaxie sehen wir von außen und dann blendet es immer tiefer rein, so wie bei Man in Black am Ende.
Stimmt, ja. Von Galaxie zu Planet und dann sieht man nochmal, wie über den Planeten gefahren wird oder geflogen wird. Und da gibt es so ein Gespräch mit Adama und irgendwem, den wir nicht kennen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Das ist auch also noch die Adama-Szene, was, das habe ich nicht verstanden. Das ist auch, glaube ich, noch nicht zu verstehen. Die ist auch, glaube ich, einfach noch nicht fertig. Das ist ja die kürzeste von den drei Szenen. Ah. Und die ist ja so kurz, da versteht man ja gar nicht, was da passiert. Dass er irgendwie sagt, ja, aber ich habe doch schon so viele Kampfsterne kommandiert und so viele, ich bin doch schon dort. Genau. Ja. Jan, hast du das verstanden? Der Typ sagt doch, alles, was bringt's einfach hinter dich. Eine Stunde von deinem Leben. Ja. Ja. Irgendwas, was er nicht machen will. Vielleicht die Galaktika ins Museum fahren oder so. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Ich will jetzt auch eigentlich meine Vermutung gar nicht äußern, weil Jan hat es ja noch nicht gesehen. Aber ich gehe davon aus, wir erfahren dann noch mehr zu, weil sonst wird das ja keinen Sinn machen. Meine Lieblings-Adama-Szene kommt noch. Ne? Ich kann mich dann erinnern, wenn meine Lieblings-Adama-Szene noch kommt. Aber die hat damit unmittelbar ja zu tun. Echt? Ja. Die hat damit zu tun? Ja. Er singt? Nee, anders. Naja. aber Tim, die Boxszene war doch schon. Welche? Was? Die Boxszene. Ach, die Boxszene. Das ist nicht aber es muss ja recht lange vor dem Genozid, vor dem Angriff der Zylonen sein. Ja. Warum? Das sieht man ja an anderen Rückblenden. Weil der Lees Bruder ist ja auch noch abwesend. Die zur gleichen Zeit spielen alle. Ja. Doch. Ja, wobei Balka ist doch schon mit Caprica Six zusammen. Das ist ja auch nicht so lange. Er trägt keine Uniform. Naja, zusammen, die lernen sich da gerade kennen. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie lange die sich gekannt haben, bevor es geknallt hat. 6 Monate. Okay, gut. Woher weißt du das? Nee, keine Ahnung. Oh. Was ist Six heißt. Man muss es einfach nur selbst verkennen. Es so liegt am Namen. Forschungsaufenthalt das dauert. Das beste Argument, das ich bisher zu dem Thema gehört habe. Ja, also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die zu ganz unterschiedlichen Zeiten spielen. Ich habe mir da auch kurz Gedanken gemacht, wie weit das jetzt vor diesem Angriff ist. Und ich könnte mir gerade vorstellen, dass die Adama-Szene viel früher ist als der Angriff. Aber das kann man ja jetzt noch nicht wissen. Ja, ich war mir aber auch unsicher, ob das überhaupt in der jetzigen Dimension oder in dem jetzigen Universum spielt, weil ach so. Laura Roslin wird ja auch in der Rückblende gezeigt und die hat ja kurz hier so Babyshower von ihrer Schwester und dann sieht man, sie hat 2 Schwestern. Sie ist so Desperate Housewives-mäßig frisiert. Und dann ist der Tag vorbei, sie geht pennen, wacht am nächsten Morgen auf für die Polizei, die bei ihr klingelt und sagt, dass ihre Schwestern im Verkehrsunfall gestorben sind. Aber die Polizistin fragt halt erstmal, are you Laura Roslin? Wo du denkst, okay, sie kann doch nicht Bildungsministerin sein von dem ganzen Planeten oder sowas. Wer ist unsere Bildungsministerin? Laura Roslin. Meinst du in der Schweiz jetzt oder in Deutschland? Ja. Ja. Das inklusive, ja. Das inklusive Ruder, genau. Aber es kann. Aber ja, du hast natürlich recht, das soll damit erzählt werden. Ja. Und außerdem kommt ja dann später auch noch, sie kriegt ja danach noch so einen Anruf und dann geht es ja darum, ob sie bei dem Wahlkampf nur von Adar mitmacht oder nicht. Von daher kann das tatsächlich schon vorher gewesen sein. Aber viel, viel mehr verstört mich jedes Mal die Verwendung des Begriffs Babyshower, weil ich noch nie verstanden habe, was das mit einer Dusche zu tun hat. Ich habe auch diesen Begriff noch nie gehört. Erkläre bitte. Naja, da kommen alle und die Mutter kriegt Geschenke, weil es kommt ja bald ein Kind. Ich habe noch nie diesen Begriff gehört. Alle, nur Frauen sind da und die machen so Babyspiele, wie wir bemalen den Bauch von der werdenden Mutter mit Hand. Aber warum heißt das Babyshower? Und so weiter. Keine Ahnung, vielleicht wird die Mutter mit Geschenken überhäuft, also schauert, keine Ahnung. Babyshower. Und es ist ja auch noch, glaube ich, der Vater von den 3 Schwestern ist ja auch noch umgekommen in diesem Autounfall, also quasi alle, ja, die gesamte Familie. Was genau, mit der Mutter deswegen ist, geht sie erstmal raus und nimmt einen Schauer. Das kann ich gut verstehen. Also ich habe auch schon viel Zeit unter der Dusche verbracht, wenn es mir gerade nicht gut ging. So kann ich nachvollziehen.
Nein, ich verlasse doch meine Wohnung nie. Sehr gut, darfst du ja auch nicht. Aber ich glaube, Jans Erklärung ist schon irgendwie passend, dass sie mit Geschenken halt überhäuft wird. Weil bei uns heißt es einfach Babyparty. Babyparty. Mit 5B in diesem Wort. Nee, the term shower is often used to mean. Ich wohne hier in Franken, ich bin das gewohnt, Mario. That the expected mother is showered with gifts. Okay. Aha. Ach, nee. Vielen Dank. Und das muss ja auch auf jeden Fall mehrere Monate auf jeden Fall früher gewesen sein, weil es in diesem Telefongespräch, wo sie von wem auch immer danach angerufen wird, von einer Freundin oder so, da erklärt sie ja schon, dass es jetzt mehrere Monate schon her ist seit diesem Schicksalsschlag. Ob sie. 3 Monate sind es, genau. Also so lange ist es her seit diesem Schicksalsschlag, aber das kann ja trotzdem ein Jahr vor dem Angriff gewesen sein. Ja. Also ich fand die Szene ziemlich, ziemlich verstörend, dass die Polizisten reinkommen und sagen, ja, Laura, ihre Schwester und ihr Vater sind tot. Und ich denke mir so, okay, fragt jetzt nicht, welche Schwester, die hat doch 2 Schwestern, aber die nimmt es einfach mal so hin, dass irgendeine Schwester ist tot, ist ja egal. Nein, sie sagt beide. Beide, Schwestern, Sisters. Ach so, im Deutschen habe ich Schwester verstanden. Nur ein, das ist nicht gut übersetzt. Ich schaue dann nochmal drüber, ich bin mir sicher, nur Schwester. Im Englischen sagen sie definitiv, also ja, Mehrzahl, genau. Sisters, ja. Hat es noch jemand auf Deutsch gesehen? Nein, oder? Nein. Mm-mm. Ich habe gewechselt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da. Mit einem Satz. Mit einem Satz. Du auch immer, wenn, je wenn nach Schauspieler was sagt. Ich finde ihn manchmal so schwierig im Englischen. Ich wechsle tendenziell. Ich habe tendenziell, gucke ich es dann auf Deutsch, wenn ich mich gerade auf sowas vorbereiten muss, damit ich wirklich alles mitkriege. Wenn ich normal gucke, gucke ich meistens auf Englisch, weil dann ist es mir egal, wenn ich irgendwas verpasse. Aber gerade hier für die Vorbereitung gucke ich dann öfters Teile. Also hast du es heute auf Deutsch geguckt? Ich habe gewechselt, wie gesagt. Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Szene auf Englisch oder auf Deutsch hatte. Und es war aber gestern. Weil du dir nicht sicher warst, ob du vielleicht dran bist, hast du mal abwechselnd. Genau. Ob ich gleich die Zusammenfassung machen muss. Genau. Das war auch im Prinzip dann schon die Szene von Roslyn. Die sollte einfach nochmal zeigen, dass sie da so einen Schicksalsschlag erlitten hatte. Und dass diese Krebserkrankung offensichtlich nicht der einzige war in letzter Zeit. So habe ich das jetzt verstanden. Weil sonst würde ich jetzt nicht verstehen, was das überhaupt bringen soll, das zu erfahren. Ja. Ich weiß aber auch nicht, es gibt da ja noch eine weitere von Lee Adama und Kara Thrace, wo ich jetzt auch nicht weiß, was genau das bedeuten soll, außer dass die Wohnung auf Caprica genauso aussieht wie die Wohnung, wo Leoben sie eingesperrt hat. Das wussten wir ja schon. Wir kannten ja die Wohnung auf Caprica auch schon. Da, echt? Kannten klar, die schon? Da sind die ja hingefahren, als sie auf Caprica waren. Starbuck und Hilo. Ja, klar. Und ja, stimmt. Ja. Aber zum ersten Mal, dass man Zack in Farbe und sich bewegend sieht, das ist nur auf Fotos. Richtig. Was mir dann noch aufgefallen ist, sie müssen da ja mit Lee mit kurzen und langen Haaren gedreht haben, oder? Weil das ist ja kein altes Material. Und Lee hat da ja die ganz kurz geschorenen Haare, aber er hat ja jetzt die langen. Also müssen es irgendwie. Und der hatte keine Perücke. Haben diesen Rückblick halt am Ende gedreht. Haben ihn nochmal kurz zum Friseur geschickt. Denke ich auch. Also sie müssen das irgendwie auf jeden Fall. Weil Starbuck hat ja auch kürzere Haare. Ja, sie hat einen Plan. Es war jedenfalls keine Perücke, die langen Haare. Das sind seine normalen Haare. Ja. Ja, Kara hatte ja auch kürzere Haare im Rückblick. Stimmt. Richtig. Mhm. Sie hat tatsächlich einen Plan. Stimmt, und diese. Sie haben extra ihren Bruder wieder auferstehen lassen. Cloning. Und ich habe ja diese Szene ganz unterschlagen in der Zusammenfassung, stimmt. Da geht es ja darum, dass Lee, ich wollte gerade sagen, seinen Bruder kennenlernt. Nein, Starbuck kennenlernt. Das ist sozusagen die Szene, wo Lee Starbuck kennenlernt. Und auch das kann ja nicht. Gesagt wird, er ist ein Frauenheld. Das kann ja auch da nicht kurz vor dem Attentat gewesen sein, weil ja Zack irgendwann noch sterben muss. Also da ist ja eine Riesenentwicklung da noch dazwischen. Ja.
Ja, und stimmt, die Szene versteht man auch noch nicht so richtig. Sie treffen sich und dann ist das ja fertig, so zum Abendessen. Und dann sieht man irgendwann, dass Lee total betrunken ist und so eine Taube verscheucht. Ja. Und das macht total Sinn. Das, also das mit der Taube war meine Lieblingsszene in der Folge fast. Weil er kommt ja nach Hause und spielt den Besoffenen und wischt erstmal und das völlig absichtlich so zwei Weingläser vom Tisch, wo du denkst, ja, man kann ja besoffen hin und her stolpern, aber das war einfach nur gemein. Dein nüchternes Ich würde dir danken. Aber er kommt doch nicht und nach Hause. Dann haut er ja noch mit dem Besen durch die Wohnung, um diese Taube loszuwerden. Okay. Aber das war doch immer noch bei Starbuck und seinem Bruder, oder? Ach echt? Ich dachte, er wäre nach Hause gekommen. Nee, war bei ihm zu Hause. Echt? Würde ich jetzt sagen. Ich würde denken, vielleicht war das, er war zu gut gelaunt, als dass es nach sechs tot war, oder? Ich glaube auch, das wird sich noch auflösen. Vermute ich fast. Was sich aber schon auflöst, oder wollt ihr noch was dazu sagen? Nö. Was sich aber noch auflöst, ist die Baltar-Story. Ich glaube, die ist ziemlich abgeschlossen. So wie auch die Rosalind-Story vielleicht. Ja, er lernt Six in einer Limousine kennen und dann wartet sie auf ihn zu Hause, obwohl er schon mit der nächsten antanzt. The End. Das war ja nicht das Relevante, was diese Rückblende interessant gemacht hat. Wir lernen quasi seinen Vater kennen. Vater. Ja. Um den er sich so mit Geld kümmert. Genau. Dem er immer wieder neue Pflegerinnen kauft. Also unseren Vater versucht, die umzubringen? Sein Vater versucht das, glaube ich, zu sabotieren, weil er Zeit mit ihm verbringen will, mit seinem Sohn. Oder? Weil er nicht abgeschoben werden will. Sein Vater ist ihm ja auch peinlich, weil Baltar hat ja extra seinen Akzent geändert, um nicht mehr wie aus der Arbeiterklasse zu klingen. Das ist ja etwas, was wir schon kennen. Von Farmerplaneten, genau. Oder? Ja, natürlich, aber wir kennen den Vater ja noch nicht, wie sein Vater damit umgeht. Ich wollte nur sagen, das ist ergänzt etwas, was uns schon mal erzählt wurde. Genau, genau. Und das wirft dann so schön zurück, weil als Baltar in irgendeiner Folge diesen Akzent dann rausholt und so einfach das so redet, wo du dann denkst, ah, okay, so reden also alle Farmer. Wie die Leute, die auf den Ruhrpott kommen, oder was? Hallo. Ich bin's. Komm mal schön weg da. Also er hat seinen Vater sozusagen abgeschoben. Du hast ja gesagt, sich mit Geld um ihn kümmert. Ja. Um möglichst nichts mit ihm zu tun zu haben. Und Six kümmert sich dann um. Also man merkt ja schon in der Szene, dass Six der alte Mann sehr leid tut. Und sie kümmert sich dann um diesen Vater. Das ging mir schon eigentlich ein bisschen schnell, dass sie das jetzt alles eingefädelt hat. Sie erzählt nämlich dann später Baltar, dass sie ihm da jetzt so ein betreutes Wohnen irgendwie gemacht hat. Und er wäre schon umgezogen und er findet das ganz toll. Weil man da jetzt auch selbst was anbauen kann. Das wäre ja so toll für so einen Farmer. Das ging mir jetzt irgendwie so ein bisschen zu schnell, aber das war wohl dem geschuldet. Ja, das fand ich auch. Also auch so rein praktisch habe ich mich gefragt, wie das funktioniert. Ja, dass sie das einfach so machen kann. Ne? Ja, genau. Oh, ich habe hier so einen Mann gefunden, ich würde ihn gerne hier anmelden. Vielleicht hat sie ihn einfach getötet und sie weiß, dass Gaius eh nie den Vater besuchen wird. Ja. Die Rechnung kommt nicht mehr an, weil in 28 Tagen explodiert eh. Genau. Zahlbar innerhalb von 2 Monaten. Kein Problem. Okay. Dann das Luxuspaket, bitte. Genau. Und das zeigt halt, dass sie vorwiegend gar nicht an Baltar dann mehr interessiert war, sondern dass sie ja eben seinen Vater leid tat und sie sich eben um den gekümmert hat. Und das hat dann wieder bei Baltar irgendwie, das hat bei ihm wieder Respekt ausgelöst oder vielleicht war er auch einfach nur froh. Aber er wollte sie ja wegschicken, als sie dann in seiner Wohnung saß und er mit einer anderen reinkam. Und als sie dann erzählt hat, dass ihr Vater glücklich sei oder einen glücklichen Eindruck gemacht hat, da war er ja sehr erstaunt. Damit hat sie ihn gekriegt. Ja, dann hat sie ja was gut bei ihm und deswegen
Was kann ich denn für Sie tun? Ja, ich hätte gern Zugriff zum Verteidigungs-Mainframe. Genau. So, ja, dann. Es hat aber halt irgendwie gar keinen, das hat gar keinen irgendwie Hintergedanken gezeigt, oder? Sie wurde zumindest jetzt nicht dargestellt, als würde sie das mit Hintergedanken machen. Nö. Es schien eher so, als wäre sie ehrlich schockiert, wie Walter mit seinem Vater umgeht, weil sie kennt ja nicht sowas wie einen Vater. Und ja, dementsprechend will sie dann, dass es dem Vater einer anderen Person doch gut geht. Ja, das waren die Rückblenden, von denen wir wahrscheinlich zumindest von Adamas und Starbucks noch mehr sehen werden, sag ich. Weil meine Lieblingsszene kommt ja noch. Und dann geht's zurück zur Galactica und da stehen wir, glaube ich, im Hangar mit Lee. Und wallender Frisur. Genau, und sie gehen ja quasi diesen Plan durch, was von der Galactica zu welchem zivilen Schiff geschafft werden soll. Und die Deckcrew ist davon ja nicht begeistert, weil sie quasi, oder weil, ja, weil alle der Meinung sind, dass dem Schiff eben nicht genügend Respekt gezollt wird und dass sie quasi keinen glorreichen Tod sterben lassen. Ja. Und vor allem diese Startrampen, die Magnetbeschleuniger, da beschwert sich ja diese eine, weil das wäre ja so das Herz des Schiffes, weil das Schiff hätte ja keine Bestimmung, wenn es keine Schiffe mehr, keine Jäger mehr starten. Ein Trägerschiff ohne Jäger, genau. Ist halt schon scheiße, ne? Ja. Und dann sagt Lee, Pause mal zuletzt raus. Ganz am Ende. Und dann kommt Balta dazwischen. Oder kommt das erst später? Ist eigentlich egal. Auf jeden Fall kommt er in dem Hangar. Und will mit Lee reden. Ich glaube, vorher kommt noch eine Szene, wo er dann mit seinem Harem redet. Egal. Aber relevant ist eigentlich die Szene, in der er dann wieder versucht, einen Sitz in der Regierung zu bekommen. Genau, für seine Gruppierung. Ja. Ja, ja, er betont ja extra und leitet, glaube ich, auch damit ein, dass er jetzt wirklich unbedingt mit Lee reden muss. Und es geht auch nicht um seinen persönlichen Vorteil, sondern es ist für die Allgemeinheit. Und es ist wirklich nicht, weil er, aber ja, er muss wieder in die Regierung. Und Waffen. Also wenn du das so formulierst. Aber ich fand für seine Leute, die er vertritt, da habe ich mich gefragt, die Leute gehören doch alle schon zu den anderen Gruppen, oder? Oder bietet ja, seine Religion. Elverrat gibt es ja nicht mehr. Die haben ja jetzt diesen Rat der Schiffskapitäne. Ja, aber alle Leute sind da auch. Ja, auf richtig. Dem Schiff. Richtig, genau. Eigentlich sind die alle schon vertreten. Und er sagt ja, er spricht für Tausende von Menschen. Und das hätte ich gern mal bestätigt von irgendwem. Ja, naja, das ist wahrscheinlich nicht mal gelogen, dass es viele Leute gibt, die sich von Balta besser vertreten fühlen würden als von ihrem Schiffskapitän. Also ich finde, das wurde uns schon die ganze Zeit so erzählt, als würden diese Reden von Balta schon viele Leute einnehmen. Ja, aber also, deswegen das halte ich jetzt gar nicht mal so. Einmal in der Woche in die Kirche gehen oder das Radio anmachen, aber den Typen dann, den Prediger in die Regierung zu lassen, ist ja eine ganz andere Sache. Ja, richtig. Ich wollte nur den Punkt mit reinbringen, dass es da, glaube ich, tatsächlich viele Leute gibt, die sagen, nein, von diesem Captain fühle ich mich nicht vertreten, ich möchte das von jemand anderem haben. Okay. Stimmt, die Captains sind auch nicht gewählt. Nee. Das ist wahrscheinlich eher selten der Fall gewesen, ja. Er probiert es erst wieder auf so einem leicht unterwürfigen Art. Und wenn er merkt, dass das nicht klappt, dann feuert er sofort gegen Lee, der aber, finde ich, hier exzellent kontert. Also ich fand Lee hier sehr gut in der Szene. Naja, kontert. Nein. Das meine ich nicht. Ich meine, wie er auf diesen, wer darauf eingegangen ist, dass er dann sagt, sie bestehen nicht mal den Test von Gaius Balta, wenn sie ehrlich sind. Das fand ich eine schöne Szene. Wo er ihn dann nämlich fragt, wann haben Sie denn das letzte Mal etwas Selbstloses getan, ohne einen Vorteil für sich selbst zu sehen? Sonst wäre es ja nicht selbstlos. Ja. Okay.
Und da sagt dann Balta irgendwie total vor den Kopf gestoßen, sie haben recht, ich würde mir auch keinen Sitz geben, und geht wieder. Das fand ich eine schöne Szene. Kam dann die Szene mit Kara oder kam erst die Szene mit Adama? Nee, der muss ja erstmal seinen... Ach ja, Hotdog lebt noch. Genau, das mein, die meine ich nämlich mit Adama und Hotdog. Ich hab mich ja mit gefragt. Vater und Sohn quasi. Genau, ich habe mich ja gefragt, ob Hotdog noch lebt. Oder ob der, ihr habt ja schon die ganze Zeit gesagt, der ist nicht gestorben bei dieser Explosion. Aber jetzt sehen wir es, denn er ist wieder da. Und das mit Kara kann ja erst danach kommen, weil hier erfasst er jetzt erstmal den Entschluss, weswegen er dann zu Kara geht. Ich fand das, diese Szene, wo halt Hotdog da steht. Und Hotdog hat ja, wie Ben gerade meinte, sein halt In-Serien-Kind, seinen In-Serien-Sohn auf dem Arm. Aber da steht eben der Vater mit seinem, also der Schauspieler, ne? Hier. Vater mit seinem Schauspielersohn. Und der Schauspielersohn hat eben von dem Charakter das Kind. Und da denke ich so, was geht dann durch den Kopf von Adama, wenn er, ich weiß gerade nicht, wie der Schauspieler von Hotdog heißt, aber so von wegen, wenn der noch kein Kind hätte, so, aha, so sähe es also aus, wenn ich wirklich Großvater wäre oder irgendwie so. So Meta ist mir so durch den Kopf gegangen. Diese eine Szene hat mich so verwirrt irgendwie auf zwei Ebenen eigentlich nur. Ja, und Hotdog hat ja Bilder fallen gelassen von Piloten aus der Memory Lane, also aus dem Gang, wo alle Gestorbenen aufgehängt werden. Also die Bilder der Gestorbenen. Und dann sagt er, es sind halt noch einige da, wo niemand weiß, von wem sie sind. Alle Angehörigen sind vielleicht auch schon gestorben. Und da geht dann ja Adama durch diesen Gang und bleibt hinter einem offenen Shot stehen. Für gefühlt 3 Stunden. bis er sich umdreht und zurückkommt. Und da fasst er, glaube ich, diesen Entschluss, oder? Er nimmt ja dann das Foto von Essina von der Wand. Genau, wo auch Hera drauf ist. Genau, und nimmt es dann mit. Und hier, Hotdog hat ja dann vorher gesagt, dass er ein paar Fotos mitgenommen hat, weil er nicht möchte, dass Leute zurückgelassen werden. Und ich glaube, das hat ihm dann auch nochmal so ein bisschen den Anstoß gegeben, dass aktuell die Familie ja gar nicht zusammen ist, sondern dass eine Person fehlt. Ja, die er zurückgelassen hat, weil er wurde ja schon gebeten, was zu tun, und er hat nichts getan. Genau. Und dann geht er zu Starbuck und Anders. Damit die quasi ihr GPS anschmeißen. Genau. Weil Anders wohl weiß ja, wo diese Kolonie ist. Ja, da gibt es nochmal ein Gespräch, dass Starbuck, da fragt er nochmal, ob das stimmt, was Balta gesagt hat. Nämlich, dass Starbuck ja tot sei, und dann bestätigt sie das nochmal. Ist ihm aber auch egal. Weil sie ist seine Tochter. Dass er sie immer noch für seine Tochter, also dass er sie liebt wie eine Tochter quasi. Und dann stöpseln sie ihn ein. Die Enders Badewanne. Ja. Das war's, oder? Naja, nee, Quatsch. dann kommt ja jetzt erstmal das, was sich daraus ergibt, nämlich, dass man in der nächsten Szene auf dem Hangar sieht, wie Starbuck und Adama über den Hangar schreiten und mit rotem Klebeband eine rote Linie auf den Hangar kleben. Ja. Ich dachte dann erst, jetzt kommt irgendein Wortwitz wie, wer diese rote Linie überschreitet. Also, ne, wenn man was Falsches tut, hat man ja irgendwann eine rote Linie überschritten. Aber er sagt dann, dass eigentlich genau das, was Ben eben gesagt hat, dass die Familie nicht zusammen ist, denn er hat entschieden, dass etwas getan werden muss, um Hera zurückzuholen. Und er sagt aber, sagt er jetzt schon, dass es freiwillig ist? Ich glaube schon. Ja, ja, sagt er. Das spricht sich ja mal in der Flotte rum, oder? Stimmt, da sieht man mehrere Szenen, du hast recht. Wo Leute ja drüber reden. Auch Kottl wird darauf angesprochen, von seiner Krankenschwester zum Beispiel. Mhm. Und ja, genau, du sprichst ja zuerst rum und dann kommt das erst mit der Versammlung, was du dann meinst. Genau, und man sieht auch noch, wie Yoshi, wie heißt er?
Hoshi. Hoshi den Kaffee umgekippt hat. Hoshi. Im CIC. Und irgendwie nicht schafft, das Ganze wieder aufzuräumen. Ja, weil er so einen Lappen hat, der schon vollkommen gesättigt und durchtränkt ist. Und Tai dann sagt, dass er es so niemals zum Endmüll schaffen wird. Okay, dann habe ich es wirklich richtig verstanden. Das war echt so lustig. Was dann auch noch lustig ist, wenn die beiden dann rausgehen, also Tai und Hoshi, dann fragt Tai ihn schon und wissen sie schon, wie sie sich entscheiden? Dann sagt Hoshi noch nicht so richtig. Dann sagt Tai, dann machen sie sich mal gut Gedanken darüber. Sie haben ja noch 4 Minuten. Ja. Ja, und die Ellen, die spricht eigentlich gleich für die ganze Zylon-Gruppe und sagt, ja, wir müssen sich sowieso anschließen. Die Tories scheint aber ja dagegen zu sein. Immer dagegen. Zögert dann sogar später. Aber die ist immer irgendwie dagegen. Also, die mag die Menschen eh nicht mehr. Ja. Und es gibt ja auch noch ein Gespräch zwischen Hilo und dem eingekerkerten Chief, der ja deswegen jetzt wohl eingekerkert ist, weil er ja Hera zur Flucht verholfen hat. Genau. Nicht Hera, sondern Boomer. Mit Hera. Mit Hera, ja. Ja. Was er natürlich ja nicht wusste, dass sie Hera entführt, aber Boomer hat auf jeden Fall zur Flucht verholfen. Und da geht es jetzt nochmal darum, dass dass Hilo eigentlich immer noch hofft, aber der Chief sagt, vergiss sie, ist ja eh nur ein Zylon. Und so eine ähnliche Szene mit Hilo gibt es dann auch nochmal mit Athena, die auch sagt, Hera ist tot, aber Hilo hat immer noch Hoffnung. Dann kommt die große Auswahl auf dem Hangardeck. Nämlich dann sagt, jetzt hätte ich fast Picard gesagt. Ja, das fand ich wirklich eine schöne Szene. Ja, total. Auch, weil er, also seine kurze Rede nochmal, weil er hat ja dann nochmal zur Gruppe gesprochen und sagt, dass es eben eine freiwillige Mission ist, wo er nicht erwartet, dass viele, wenn überhaupt jemand davon zurückkommt, und sollten sie nicht genug Leute haben, um die Galaktika zu bemannen, dann würde er persönlich einen Raptor-Angriff starten ohne die Galaktika. Also der macht schon klar, dass das Ganze gesetzt ist, egal wie es ausgeht. Mhm. Aber jeder auch selbst entscheiden kann, ob er dabei ist. Genau, dass das jeder selbst entscheiden muss. Kein Druck, aber wenn sich nicht genug Leute melden, dann renne ich halt alleine in meinen Tod. Sie sind schuld. Genau, und dann sieht man ja, wie die Crew sich langsam von links nach von Backbord nach Steuerbord bewegt. Oder andersrum. Und andersrum, genau. Und auch Dr. Koppel sich bewegt. Aber der gute Sherman darf eben nicht mit. Sherman? Ich finde das auch voll gut, dass er da eben seine Uniform trägt und nicht den weißen Kittel. Ja. Dann sieht man. Ja, und Steuerbord sollen alle hin, die sich freiwillig melden, und Backbord die weiterleben möchten. Genau, die hat sie schön. Ja. Ich glaube, er hat es anders gesagt, aber ja, so ist es. Ja, weiter. To be clear, this is a one-way ticket, also most likely, sehr wahrscheinlich. Und ne, man sollte sich jetzt nicht aus einem fixen Gefühl oder aus Sentimentalität auf die Steuerbordseite stellen. Und so auf ein paar Leute sind dann auch zur Backbordseite rübergegangen. Was war eigentlich mit Balta? Aber ich habe halt gefragt, wie wird das passieren? Gibt es viele Entschiedene, die es machen, aber es brauchte dann ja den Ersten, der rübergeht, und das ist der Präsident, nämlich Lee Adama, der dann auf die Steuerbordseite geht. Und die Präsidentin kommt ja dann auch noch herbeigewankt. Ja, die wird ja eine große Hilfe sein. Ja. Verbraucht die ganze Medizin auf dem Schiff. Dankeschön. Aber es ist halt ein symbolischer Akt. Ja, jetzt sind beide Präsidenten, der vormalige und der aktuelle auf der Selbstmordmission. Wunderbar. Genau. Immer schlau. Wetten, Zarek steht irgendwo da. Wunderbar. Ja, nee, Zarek geht ja nicht mehr. Der guckt von außen zu. Was macht denn eigentlich Balta? Ich glaube, der wäre gerne mitgegangen. Aber geht nicht mit. Geht nicht mit, nein. Aber man sieht, man sieht ihm an, dass er mit sich kämpft. Ja,
Und ich glaube, da spielen da zwei Dinge mit rein. Erstens, das Six ist ja rübergegangen, Caprica Six, und Lee schaut er auch die ganze Zeit an. Und in seinem Hinterstübchen ist, glaube ich, auch noch das Gespräch mit Lee Adama, als Lee ihm ja vorgeschrieben hat, nenn mir eine Situation, eine, in der du dich nicht entschieden hast, ohne dass für Gaius Balta ein Vorteil herausgekommen ist. Und da hat er ja auch nichts drauf geantwortet. Und Waffen hätte er ja auch. Ja, eben. Eine bewaffnete religiöse Bewegung. Das kann ja nur gut gehen. Die Geschichte hat uns gelehrt. Das ist immer eine gute Idee. Die Marines sind, glaube ich, ausnahmslos alle rüber. Ja, die mussten ja, die haben den Befehl bekommen. Nein. gab sogar noch eine Amnestie für, aber deswegen vielleicht, weil es gab ja eine Amnestie für die Gefangenen, die bei der Meuterei mitgemacht haben, wenn sie rübergehen. Genau. Deswegen sehen wir am Ende dann ja auch den Chief. Hier Racetrack und Skulls, die beiden Raptor-Pilotinnen und Piloten. Waren die auch bei der Meuterei auf der falschen Seite? Die sehen wir in dem Raptor, die den Aufklärungsflug macht. Skulls, also der Co-Pilot wird doch von wurde doch von Starbuck angeschossen, als er Adama, glaube ich, bedroht hat. Ach, stimmt. Hat sie ihm nicht in die Schulter geschossen und meinte dann später, sie könnte das den ganzen Tag machen. Das war am Hangar, oder? Wo sie wo sie Lee gerettet hat. Genau. Ja, auf jeden Fall, Und wir sehen in der nächsten Folge auch noch andere Gesichter wieder, aber ja. Und genau, dann, das ist eigentlich gleich nach dieser Szene auf dem Hangar, dass wir dann noch den Aufklärungsflug sehen. Genau, also man kann ja dazu sagen, es haben sich mehr als genug Leute gemeldet, dass die das komplette Schiff bemannen können. Also sie müssen keinen Selbstmord-Raptor-Angriff starten. Nur zum Aufklären. Ja, genau, dann schicken sie aber auch nur zwei rüber, ist es nicht so schlimm, wenn die sterben. Ne? Ja. Waren ehemalige Meuterer, da ist es noch weniger schlimm, wenn sie sterben. Ja, genau, und dann schicken sie die beiden halt rüber. Und, sie finden halt etwas. Sieht ziemlich schmutzig aus, dieses Schiff, oder? Ja, nicht mehr so gesund einfach. Ach, das ist ja so organisches Zeug, ja. Ja. Ja, und ich meine, es hängt quasi über einem schwarzen Loch. Ja. Und zwar so, dass man nur von der einen Seite angreifen kann, weil aus der anderen Seite ist ja das schwarze Loch. Genau, und auf dieser einen Seite sind zufällig alle Waffen. Als hätten sie es bedacht. Was haben sie geschrieben? Man kann nur innerhalb von einem Kilometer an das Ding ranspringen quasi. Also man muss in die Waffenreichweite springen. Was ich meine, sowas ist doch eigentlich auch besser, als weit weg reinzuspringen und dann langsam hinzufliegen, oder? In so einem Szenario. Aber wenn man weiter ist wegspringt und nicht die das kommt auf deine Waffenreichweiten an wahrscheinlich. Könntest du ja, wahrscheinlich okay, wenn auch, du die höhere Reichweite hast, das stimmt ja. So. Und mehr Waffen als so Flugzeugträger-Dingsy, hast du ja potenziell immer eine ziemlich große Reichweite. Kai sagt ja auch, ich möchte wetten, dass alle Waffen auf diesen einen Punkt ausgerichtet sind. Ja, ist sinnig, ne? Wenn das der einzige Punkt ist, wo jemand kommen kann. Ja, und dann sagt er, make it so. Get to work oder sowas, sagt er, glaube ich. Und dann endet einfach die Folge. Nein, da kommt noch der Zylon-Basisstern, die Kolonie. Ja. Ach stimmt, genau. Hera wird noch zwangsernährt. Mit dieser riesigen Spritze, die er aufzieht. Man hat das vor. Was ich nur lustig fand, war, das Kind malt ganz viele Punkte, es ist hochbegabt. Wenn die wüssten, was sie da gemalt. Ja, und ich fand lustig, wie Linien verbinden. Wie schnell Boomer sich auf einmal gewandelt hat von wenn du jetzt nicht still bist, dann steche ich dich mit dieser großen Nadel zu. Mm. Natürlich ist sie traurig, sie braucht ihre Mutter und wir müssen sie füttern. Und sie hatte sich aber ja schon in der letzten Folge da so ein bisschen hingewandelt. Also ist jetzt nicht ganz ohne. Ja, naja, aber es geht schon sehr schnell von ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man mit Kindern umgeht. Ja, zu das stimmt. Und das war aber schon alles auf dem Zylonenbasisstern. In der Kolonie. Außer, dass man wirklich sieht, dass da so ein gelber Schleim irgendwie draußen diese ganze Kolonie bedeckt. Sieht ein bisschen eklig aus.
Ach, wenn du das jeden Tag siehst, gewöhnst du dich daran. Okay. Was meinst du, Mario? Sah ziemlich cool aus eigentlich. Okay, na gut. Ja. Haben wir was Wichtiges vergessen? Glaub nicht. Na gut. Dann Bewertung. Wir müssen, wir sollten irgendwann mal einführen, dass wenn wir Bewertung machen, so einen Jingle davor machen. Bing. Bewertung! Wir sollten das irgendwann mal einführen. Ich würde sagen, spätestens in der drittnächsten Folge. Ja, dann würde ich sagen, fängt Jan an. Jan. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Folge, für eine drittletzte Folge haben mich die Rückblicke so ein bisschen rausgeschmissen, weil jetzt frage ich mich, warum erzählen die mir das jetzt? Und die haben ja auch so lange gedauert, dass ich jetzt dachte, okay, vielleicht spielt die gesamte Folge auf Caprica mit irgendwelchen Situationen, die mit der momentanen Situation auf den ersten Blick nichts zu tun haben. Und deswegen hat die Folge mich am Anfang nicht so wirklich gehabt, aber wurde sukzessive besser. Und gegen Ende bin ich jetzt, wo die Crew bereit ist für ihren letzten Einsatz, sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber trotzdem gebe ich der Folge, ich schwanke zwischen 7 Punkten und 6 Punkten. Und da ich hoffe, dass die nächsten noch deutlich besser werden, gebe ich 6 Punkte. Ben? Ich muss mich da jetzt auch Jan anschließen tatsächlich, weil es mich auch ein bisschen rausgerissen hat, dass wir diese ganzen Rückblenden bekommen haben, ohne dass wir eine Idee dafür bekommen haben, warum wir die jetzt alle gesehen haben. Das fühlte sich zumindest Stand jetzt für mich ein bisschen an wie, wie Lückengefülle, weil wir quasi nichts Wichtiges Neues gelernt haben. Gut, Balta hatte einen Vater, mein Gott, war bis zu dem Zeitpunkt vollkommen egal. Ist jetzt auch egal, dass die Schwestern der Präsidentin gestorben sind, war bis zu dem Zeitpunkt auch egal. Ist jetzt auch egal für die restliche Story. Also nichts an dem, was die Rückblenden mir gegeben haben, war für mich jetzt in irgendeiner Art und Weise wichtig für das, was jetzt als nächstes gekommen ist. Von daher, ja, deswegen auch vorhin der Vergleich bei mir mit Lost so ein bisschen. Es ist halt irgendwas eingeworfen worden, was zumindest für den Verlauf der Geschichte für mich Stand jetzt nicht interessant und auch nicht wichtig ist. Die Szenen in der Gegenwart auf der Galaktika, die fand ich ziemlich gut, die fand ich sogar sehr gut. Gerade das Ende, wenn es zu dieser Rede kommt und der Entscheidung, ob man eben an dieser Mission teilnehmen möchte oder nicht. Von daher, also sagen wir so, der Gegenwartspart ist für mich eine 8, aber der Vergangenheitspart ist für mich eher so eine 3-4. Und deswegen gebe ich der Folge auch 6 Punkte. Mario? Ja, mich hat es auch ein bisschen rausgerissen. Ich habe sowieso kaum noch irgendwie Erinnerungen an die 4. Staffel gehabt. Und beim Finale muss ich eh nichts, ich weiß eigentlich gar nichts mehr. Ich war dann doch ein bisschen überrascht, dass da dann sowas gekommen ist mit der Rückblende. Ich hatte aber immer die eine Szene im Kopf mit Gaius und seinem Vater. Ich habe mich nicht immer gefragt, wann kommen die eigentlich? Weil es kann nicht sein, dass ich mir das nur eingebildet habe. Und ja, jetzt ist sie gekommen, am Ende. Ich weiß nicht, ob so nichtssagend ist, das mit der Rückblende. Ich weiß nicht. Vielleicht, wie gesagt, ich habe alles wieder vergessen. Es kann sein, dass jetzt noch das weitergespielt wird, irgendwie in den letzten beiden Folgen. Es war zum Teil aber trotzdem okay, es war jetzt nicht so schlecht. Das Einzige, was ich halt nicht verstanden habe, das war mit der Adama-Szene, aber gut, da wird wahrscheinlich 1000% noch was vorkommen in der nächsten Folge oder so. Ja, weil kann man nicht so stehen lassen. die Szenen auf dem Schiff, die fand ich auch klasse. Also mit der Versammlung fand ich dann auch klasse. Ich gebe aber trotzdem 7 Punkte, weil ich fand trotzdem die Folge, die war gut. 7 Punkte. Phil?
Ja, ich gebe auch 7 Punkte. Ich fand auch die, ich hatte keine Probleme mit den Rückblenden. Ich habe mich dann nicht gelangweilt. Ich finde die Folge gut. Die Rückblenden waren zumindest nicht langweilig. Und ich war auch am Ende der Folge. Also das ist genau dieses Gefühl, finde ich, was man da, wo man emotional sein muss, wenn das Finale losgeht. Ich finde, da ist man auch dann am Ende. Also das ist, die Episode macht genau das, was sie soll. Und das sehr solide, finde ich. Okay. Ja, ich bin da ganz bei Phil. Außer, dass ich 8 Punkte gebe. Aber ich finde, das ist auch gar nicht ungewöhnlich. Also gerade, dass man am Ende noch mal da so ein bisschen Character Development da reinbringt bei den Hauptfiguren, finde ich eigentlich gut. Und finde ich, also hat man, glaube ich, oft bei so Finalen. Und ja, man hat einen Rückblick noch mal auf die Charaktere. Und deswegen hat es mich auch nicht gestört. Und deswegen hat es mir gut gefallen. 8 Punkte. Entschuldigung. Du musst nicht laus werden. Aber können wir darüber auch kurz diskutieren oder gehen wir jetzt knallhart zu letzten Worten über? Wenn du unbedingt diskutieren willst. Ja, weil ich finde, halt die Charakterentwicklung, ja, über die, so wie wir Charakter kennengelernt haben, aber Posh Roslin hat für mich so gar nicht irgendwie zu dem Charakter Laura Roslin gepasst, den ich gesehen habe. Ja, aber das war doch bei allen dreien so, dass sie da andere Leute waren, als sie jetzt sind. Ja, deswegen. Also gut, bei Adama kann man es nicht richtig beurteilen. Aber. Ja, Lee fand ich jetzt auch nicht irgendwie anders. Naja, dass er sich als Jüngerer gerne abgeschossen hat, passt jetzt auch nicht so zu dem Charakter, den wir. Also ich finde, der war schon sehr unkontrolliert unterwegs. Ja, und das ist halt das, was ist und so für mich so krass. Sie hat gekocht für die Männer, Ehefrau, die nach Hause kommen. Ja, also nicht ja, Ehefrau, aber ja. Ja, aber weißt du, das ist für mich halt so krass konträr zu den Charakteren, wie wir sie jetzt kennen, dass es mich halt für mich nicht erweitert hat. Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber es hat es für mich nicht so sehr erweitert, als dass es für mich halt so konträr war, als wir müssen es in die andere Richtung zeigen, dass es mich halt eher verwirrt hat oder für mich auch sehr aufgesetzt schien und nicht sehr natürliche Charaktererweiterung. Ja, für mich, genau, das ist es nämlich. Für mich fühlte sich das auch eher wie ein Fremdkörper an in dem Moment. Als hätte man hier diese Mirror-Folge von Star Trek gesehen, wo plötzlich jeder Charakter genau das Gegenteil von dem ist, was er im eigentlichen Universum ist. Ja, weiß ich nicht. Star Trek ist ein gutes Beispiel. Spiegeluniversum. Ja, genau, das meine ich. Aber das ist ja nicht so, dass das Gegenteil ist. Bei Balta unterstreicht das ja ziemlich genau seinen Charakter. Bei einem und die anderen 5 alle nicht. Und bei Roslin passt das auch ziemlich gut, finde ich. Das ist halt alles ein Teil ihr. Natürlich sind das nicht völlig andere Menschen, aber Menschen benehmen sich auch in unterschiedlichen Umständen unterschiedlich. Aber ich habe auch gar nicht jetzt irgendwie das große Argument bei der Hand, um euch da umzugehen. Ich meine, es hat halt auf mich anders gewirkt als auf euch. Und ja, das ist ja auch okay. Immer dieses Diplomatische. Eigentlich bin ich einfach nur müde und habe keine Lust, jetzt lange zu diskutieren. Aber es ist ja auch das einzig Richtige. Also Leute können Serien ja anders wahrnehmen. Ja, klar. Es gibt ja kein richtig und falsch. So. Ja, naja, manchmal. Nur mir hat das halt, falsch, weil ihr sagt, das wäre eine Charakterentwicklung gewesen, sagen, aber nicht. Mir hat das halt das hat dem Charakter aus meiner Sicht nichts gegeben. Ich sehe den jetzt nicht anders, nur weil ich diese eine Szene mehr gesehen habe. Ja, also, man hätte doch die Szenen rauslassen können und es war auch gut gewesen. Wir hätten es nicht gemerkt, dass es diese Szene nicht gegeben hätte. Genau, aber trotzdem viele Leute, ich zum Beispiel fand es jetzt nicht so uninteressant. Tim fand es ja nicht auch jetzt nicht so langweilig. Das heißt, es gibt doch Menschen draußen, die mögen halt doch sowas. Aber ich kann es verstehen auf jeden Fall, wenn man das halt erst im Finale einpackt.
Mehr Verständnis hätte man wahrscheinlich gezeigt, wenn man das schon davor gezeigt hätte. Nee, einige also Folgen davor vielleicht. Charakterentwicklung ist aber auch vielleicht falsch. Also das gibt halt irgendwie so ein rundes Ding dadurch, finde ich. Wenn man nochmal so ein bisschen einen Rückblick macht. Einen Rückblick macht. Genau. Und dann irgendwie, um auszuholen und dann nochmal. Und jetzt ist es halt so. Und so war es. Ja, das, wo du das gerade sagst, das klingt stimmig für mich. Wenn man halt sieht, seht ihr, die waren auch davor Menschen und hatten halt Leben da, ne? Zum Beispiel Starbuck hat Essen gekocht für ihren Freund und den Bruder, den sie kennenlernt. Starbuck bekommt Blumen und freut sich vielleicht sogar darüber. Roslyn richtet eine Babyshower für ihre Schwester aus und ist die große liebende Schwester für alle. Das, so kann ich das schon verstehen, aber es hat sich für mich in dem Moment irgendwie sehr aufgesetzt alles angefühlt. Also irgendwie, ja, ich wiederhole mich da nicht so organisch. Richtig. Na gut, dann gucken wir doch einfach mal, was da noch bei rauskommt. Ich erwarte zumindest, dass meine Lieblingsszene mit Adama noch kommt. Und hatte ich völlig vergessen. Also ich weiß genau, welche du meinst, aber ich hatte es völlig vergessen. Und dann werden wir vielleicht auch herausfinden, was es denn damit noch zu tun hat, mit dieser Stunde, die er da sich jetzt aufbringen muss. Ich kann mich tatsächlich gerade nicht daran erinnern und bin sehr gespannt. Ich weiß es noch. Sehr gut. Ha. Ich glaube zumindest, es zu wissen. Vielleicht ist es auch völlig falsch. Oh. Bevor wir zu den letzten Worten kommen, möchte ich kurz einwerfen, die IMDb vergibt 8,5 von 10 Punkten. Oh, siehste. Oh, gut. Da hatte ich ja recht. Bist du Narziste. Weil ich auch 8 gegeben habe. 8,5 hast du natürlich gegeben. Ein halber Punkt zu wenig, du Luschi. Ja, okay. Und wie viel hast du zu wenig? 6, aber ich stehe zu meiner Meinung. Es gibt keine richtige, falsche Meinung bei Bewertungen, außer es ist ein Test an der Uni. Und wenn man was anderes hat wie IMDb. Kommen wir zu den letzten Oder Worten. Wie Tim. Alles. Das Gleiche. Hab ich gehört. Nee, ich wollte es extra in deinem Stuttgarterisch sagen. Ach, das ist nicht Stuttgarterisch. Oh, jetzt. Dann sage ich es in ganz Westdeutsch als wie. Als wie. Letzte Worte. Jan. Rambus nach rechts. Luschis und Tim nach links. Das wird bestimmt genau. Bestimmt. Ich glaube auch. Dann kam als nächstes Ben. Echt? Achso. Starbuck bekommt Blumen. Oh, schön. Okay. Mario. Jan, sag doch mal was Richtiges. Mario. Kottels Abfuhr. Oh. Oh, Kottel kriegt einen Korb. Okay. Kottels Korb, das finde ich auch gut. Was sagt Phil? Taubenschlag. Das ist gut. Dann sage ich. Oh, sehr schön. Baby Shower. Auch wenn ich das Wort vorher noch nie gehört habe. Baby. Baby Shower. Baby Party. Machen wir eine Party jetzt. Baby Party. Was schenkt man zur Baby Party? Party. Können wir bitte gehen? Und ein Ken. Der Ken. Heißt der Ken in der Schweiz auch, in Österreich auch Ken? Da heißt der Arni. Ja, wie soll der Arni? Arni. 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 Das ist der Anton. Der Anton. Der Anton. Der Macht's gut. Anton. Anton aus Tirol. Ciao. Ciao. Habt ihr eigentlich in dem Zahlensender-Kanal dieses Ding gesehen, weil ich da geteilt habe? Ich würde gerne mal von Mario wissen, ob wirklich Rufzeichen das Ausrufezeichen dort heißt. Gesehen, das ist ja ein Rufzeichen, so, ja. Diese Karten. Rufzeichen. Und sagt man, wenn ihr ein 3 habt, das fand ich nämlich sehr interessant, diese Karte. So, ich habe eine 3 als Note, sagt ihr dann auch, ich habe einen Dreier? Ja, wir sagen 1er, 2er und so weiter. Sagt doch Mario immer. Er hat einen Dreier? Ja, ja. Ich in dem Chat nee, bin ich ja nicht mit Noten. Ihm. Nein, wir sagen ja manche Sachen anders. Das ist ja wie mit dem Komma und Beistrich. Genau. Ja, ihr sagt ja auch Strichpunkt anstelle von Semikolon. Das sagt man in Deutschland ernsthaft? Ja, Strichpunkt sagt man.
Also bei uns gab es auch Strich. Strichpunkt. Ja, Würzburg ist noch so in dem Strichpunktbereich. Nee, Würzburg bin ich ja jetzt. Aber Schulzeit, das war, weiß nicht, was da ist, da Heidelberg oder so? Da, wo es LKWs gab mit. Ja, LKW mit ABS. Das, genau. Das ist so eine richtig schöne, fast scharfe Grenze Nord-Süd zwischen Semikolon und Strichpunkt. Das ist bestimmt die Grenze zwischen Hochdeutsch und Niederdeutsch. Ach, das geht ja noch weiter. Aha. Ach so, ich habe auch nur das Bild, was im Chat war, gesehen. Ah, ja, nee. Das sind, keine Ahnung, 100 verschiedene Bilder oder sowas. Ja. Ich habe mir aber auch nicht alle angetan. Sochi ignoriert mich schon wieder, wenn ich ihn anschaue. Nein, ich habe es gelesen, ich überlege nur gerade. So, ob es stimmt. Weißt du, welche Szene du meinst? Was soll das? Die machen hier Uhrzeiten, aber machen nicht Viertel und Dreiviertel. Ich habe auch hier in der Schweiz noch nie gehört, dass jemand 20 ab 7 sagt bei 7.20 Uhr. Jetzt sagt ja auch niemand. Aber was stimmt, die Mahlzeit am Abend heißt Znacht. 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 Gibt es auch die zweite Znacht? So, apropos Essen, ich gehe jetzt was essen. Ja, ich glaube, du hast recht, Tim. Ja, ich habe recht. Mach dir guten Appetit. Mal eine Flasche Bier auf. Ich habe keine mehr. Guten Appetit. Oh, dann ein Gin Tonic. Ich gehe ins Bett. Okay. Gute Nacht, Tim. Dann mach's gut. Phil. Gute Nacht. Guten Abend. Tim hat recht. Tim hat gute recht. Ich hab recht. Ich bin unbesiegbar. Niemand kann mich aufhalten. Oh Mann. Ja, ich wollte eigentlich über den Laptop drin, aber der hat das Interface nicht erkannt und Gott sei Dank habe ich dann erst über Echo geprüft, weil dann gab es auf einmal eine Rückkopplung, weil irgendwie das Mikro die Boxen aufgefangen hat und dann hat es angefangen zu kreischen und ich musste ihn sehr, ich hätte ihn fast rausgeschmissen, aber okay, weil er hat sich dadurch aufgehangen, aber es kam dann immer und das wurde immer höher und immer lauter und dann dachte ich, lieber mir alleine das Trommelfell kaputt machen, als euch Vieren noch dazu. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du bist so selbstlos. Ja. Lohnt es sich, die Nummer zu speichern oder nicht? Ja, das ist jetzt mein Desktop okay. In der Schweiz. Solange noch existiert. Solange er keinen Bluescreen hat, ja. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Da wollte ich nur mit meiner Freundin Trüberbrook spielen und dann habe ich ihn wieder angemacht und dann, oh, das hätte nicht passieren sollen. Hm. Ich habe keine Ahnung, warum. Momentan immer, wenn ich ihn anmache, fährt er auch kurz hoch, dann geht er wieder aus, dann geht er wieder an und dann muss man F1 drücken. Das ist für mich wirklich schon so kurz vor Exitus. Hatten wir nicht gestern morgens damit noch Divinity gespielt oder hast du das woanders mitgespielt? Nee, das also wenn er läuft, dann läuft der tadellos. Ach so. Das Problem ist nur das Ankriegen. Okay. Das ist wie bei meinem alten Auto. Kann das sein, dass einfach die BIOS-Batterie leer ist und du irgendwie die Startpartition auswählen musst oder sowas? Ich wusste gar nicht, dass es sowas wie eine BIOS-Batterie gibt, aber es könnte gut sein. Okay. Weil der Bluescreen kam auch erst, als er sich in Ruhezustand gesetzt hat. Ja gut, das hat nichts mit der Batterie zu tun. Das hat nichts mit BIOS zu tun, okay. Aber wenn der die Einstellungen halt vergisst, die du gemacht hast, zum Beispiel von welcher Festplatte du startest, dann ist die BIOS-Batterie leer. Ah, okay. Weil du so sagtest, du musst F1 drücken oder irgendwas. Ja, genau. Hatte Wo kann man das checken? Wenn er die Einstellungen halt vergisst. Wenn du ihn komplett vom Strom trennst und die Einstellungen weg sind, dann ist sie leer. Deswegen habe ich mir einen neuen Computer gekauft, weil die Batterie leer war. Ja, das macht Sinn, weil ich stecke wirklich, wenn ich ihn runterfahre, dann mache ich die Steckdosenleiste aus, dann ist er ja komplett weg vom Strom. Genau, und wenn die leer ist, dann ist da sind die Einstellungen weg. Ach, dann kriegst, das hat jetzt nichts mit dem Bluescreen normalerweise zu tun. Mhm. Aber wenn er dann Aber dann startet, probiere ich Dann probiere ich das jetzt mal, die Steckdosenleiste anzumachen, wenn ich ihn das nächste Mal ausmache. Anzulassen. Und dann ihn irgendwann nochmal hochzufahren und dann sollte er ja eigentlich funktionieren. Genau. Oh, ich mag Experimente. Und jetzt die goldene Regel des Projektmanagements. Man darf
immer nur so lange verschieben, wie man vorher Bescheid sagt. Also quasi beim Berliner Flughafen haben einen Tag vorher Bescheid gesagt, also deswegen wurde einen Tag später eröffnet. Verstehst du? Der ist schon offen. Das war das Negativbeispiel. Ach so. Ich habe noch einen Tag vorher Bescheid gesagt. Ja, also ich muss euch zugeben, ich finde, akademische Zeitangaben machen auch keinen Sinn. Ich hatte einen Kollegen, der immer gesagt hat, ja, ist das jetzt Sine, wie ist das, Sine Tempore oder Cum-Tempore? Ja, wir haben uns doch schon auf ein Zeitmessungssystem geeinigt. Benutzt es doch einfach. Ja, und der das Schlimme ist, der war auch noch verantwortlich dafür, unser Seminar auszurichten. Und der hat dann immer die Uhrzeiten 9 Uhr ST gemacht. Und dann meine ich, was heißt denn ST? Ja, dass es auch um 9 Uhr anfängt. Ja. Weil sonst schreibt ich doch Quatsch. 9 Uhr CT. Du hättest doch noch fragen können, ist das jetzt UTC oder europäische Sommerzeit? CET oder CEST? Oder UTC. Ich habe gelernt, dass CST ist die Texas-Zeit. Okay. Central Time Zone. Weil ich habe heute ein Meeting mit der Universität Texas gemacht und dann musste ich gucken, wie die ist. Und 16:30 Uhr hier, Central European Summer Time ist 9:30 Uhr. Central Standard Time. Auch mal so typisch amerikanisch, dass sie ihre Zeitzone in der Mitte des Landes Central Standard Time nennen. Und wie wäre der europäische Name? Unser ist CEST, Central European Summer Time. Ich meine, wenn wir eine in der Mitte des Landes hätten. Na, wir haben ja nur die eine. Ach so. Wir haben ja nur eine europäische. CET oder CEST? Und zwar nur noch eins von beiden. Ja, nee, das eine ist aber die zentraleuropäische. Oder? Ja. Naja, ich zähle jetzt, weiß ich nicht, Großbritannien immer noch zu Europa. Dann. Was? Ja, aber ist, das ist ja. Ist die das sind, ja, das ist sind ja, nicht, ja weg. Die sind weg. Die sind weg. Also zeitlich sind die doch eine Stunde weg. Ja. Die sind eine Stunde hinter uns, genau. Vor uns. Hinter uns warst du recht. Die sind ja weiter im Westen nachher. Und Russland hat, glaube ich, auch einheitlich fürs ganze Land eine Zeitzone. Echt? Nee, Russland hat 9 Zeitzonen. Oh. Da war es dann, irgendein unglaublich großes Land hat nur eine Zeitzone. Luxemburg. Vielleicht Grönland. Australien. Ozeanien. Ah, China. China war's. Da muss ich einfach das ganze Land nach Peking richten.